dann gab es noch was Schönes letzte Woche, und zwar bei der Bachelorette. Wird die Bachelorette wohl immer überflüssiger? Mittlerweile glaube ich, die geilen Boys sind ohne Sharon viel glücklicher. Die werden immer mehr zu so Urmenschen. Wusste ich nicht. Liebe Kinder, wenn ihr denkt, das ist die nächste Begrüßung, sage ich nur Folgendes. Nein, 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 nein. Nein. Aber es geht noch weiter. Die Jungs bekommen dann auch noch einen Grill geschenkt, in ihre Villa gestellt. Und da werden die schlussendlich wirklich zum Affenfelsen, wie ein Zoo. Nein! Ja, Mann. Was braucht der Mann? Ein Feuer und ein Fleisch. Gibt es also schon und der G-Punkt des Mannes, Grill. So, aber Männer und Grillen gehören einfach zusammen. Genauso wie, warum liegt hier Stroh, warum trägst du eine Maske? Weiß man. Das moderne Yin und Yang. Geil, ja. Wir merken uns, was ist der Unterschied zwischen einem Affen und einem Bachelorette-Kandidaten? Der Affe grillt nicht so gut. Das ist es. So, und dann hatte Jan ein Date mit Sharon. Normalerweise würde man dann ja denken, ja, der kommt prahlend zurück, ja, den Konkurrenten gegenüber. Aber als er auf einmal sieht, was da steht, läuft alles auch wieder ganz anders. Hey! Hey! Hey. Oh, Alter, Grill! Oh. Was? Hast du nicht gegrillt? Hast du nicht gegrillt? Ich auch so. Hast du nicht gegrillt, Digga? Oh, was? Wie geil! Was ist das? Was ist denn los mit denen? Was ist los mit uns? Ja. Warum bumsen, wenn man auch grillen kann? Ich glaube wirklich, irgendeiner der Jungs hat den Grill in der Nacht geknallt. Und da sind kleine Grills entstanden. Ja, irgendeiner von ihnen hofft wahrscheinlich auch noch von dem Grill eine Rose zu bekommen, glaube ich wirklich. Sharon ist egal, aber gib mir das Gerät eine Rose, bitte, 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 bitte. Und Kretschmann, nein, 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 nein. Bei Ex on the Beach, auch ein sehr gutes Format. Bei Ex on the Beach, da geht Gigi gerade durch die Hölle, weil seine Ex Michelle, und das finde ich nicht gut, die hat ein Date mit einem anderen. Aber Gigi, wie immer, geht sehr, sehr, sehr erwachsen damit um. Hab Spaß. Jupp. Ja. Hab Spaß. Ja, war dich. Hab Spaß, gell? Hab Spaß. And this ain't nothing like it once was. I know you think it's such a time, but I lost cause. And this ain't nothing like it once was. Was als ist es sagen wollte ich, oder? Weiß ich. Spaß haben, ne? Mhm. Mhm. Der hat dir nur auf die Brüste geguckt und immer irgendwas nach unten gedrückt. Ich weiß nicht, was es war. Müsste man Jogi Löw fragen. Ja. Dann gab es noch Beef, also nicht für den Grill, sondern in Sachen von Streit, zwischen Romina und Mariah. Und für Mariah ist dieser Streit aber wohl nur so eine Art Spiel, von dem ich aber noch nicht gehört hatte. Ja, scheiß Ernst? Was habe ich hier getan, Alter? Gar nichts. Du bist nicht schwach.
Schau mal, wie sie dran sitzt und lacht. Was weißt du, wie die gelacht hat, wie die dich angelächelt lacht, hat. Alter. Bye, Bitch. Die lächelt dich an, weil du lacht, bist, Alter. Gesagt hast, dass du gehen musst. Denken Sie, ich habe noch irgendwas für Sie übrig? Natürlich nicht. Das ist mein Plan. Ich spiele gerade Schach und ich gewinne gerade. Hast du es gehört? Warte mal. Du bist hier weg. Achten Sie mal ganz genau auf das Spiel, was sie spielt. Das ist mein Plan. Ich spiele gerade Schach. Ja, weil sie ist Schornsteinfegerin. Oder sie hat Schaft gesagt. Das kann auch sein. Nein, sie spielt Schach. Sie spielt übrigens auch noch gerne andere Spiele, wie zum Beispiel Damit. Ja, eins meiner Lieblingsspiele natürlich auch. Mensch, ärgere dich nicht. Highlight für jeden Familienabend. Maut, Maut. Und, Moment. Und natürlich für den Freundespieleabend Risikot. Letzte Woche lief dann noch im SWR mal wieder die Starnacht. Heißt die Starnacht oder Starnach? Gut, auf jeden Fall lief die Starnacht, diesmal am Wörthersee, moderiert wie immer von der bezaubernden Barbara Schöneberger und dem Bergdoktor Hans Siegel, Kumpel, liebe Grüße übrigens. Und erstmal wirkt alles okay, dann hatte ich das Gefühl, oh, die zwei haben ein bisschen vorgeglüht. Und dann hat auf einmal der Siegel-Hans versucht, einen Witz zu erzählen, wobei ich mir bis jetzt noch nicht so ganz sicher bin, ob es wirklich ein Witz war. Ist da noch Alkohol drin, wenn es friert? Nein, es wird immer stärker, je härter es wird. Es ist andersrum. Fantastisch. Weißt du auch, warum es bei den Schweizern länger dauert? Nein. Mit dem, je länger sie, also da sind sie länger hart, weil sie länger schlecken, glaube ich. Also das ist schon cool, aber ich habe jetzt nichts verstanden. Keine Ahnung. Und man muss feststellen, wenn selbst Barbara Schöneberger nach einem schlüpfrigen Witz peinlich berührt ist, dann steckst du ganz tief in der Scheiße, meine Damen und Herren. Ja. Irgendwie scheint es bei denen aber bei der Starnacht komplett egal zu sein, was sie sagen. Zum einen verstehe ich Hans Siegels Frage an einer Stelle nicht und dann verstehe ich Barbara Schönebergers Antwort noch viel weniger. Barbara, hast du irgendwann jemals für einen Mann eine andere Sprache gelernt? Ah, ich habe immer die Männer lernen lassen. An dir oder was? Ja, an mir kannst du richtige Lehre machen. Wie lange dauert die? Da bist du in 3 Jahren immer noch nicht durch. Verstehe. Es ist das Schöne hier. Nein, 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 nein. Unsere Gebührengelder. Ihre Gebührengelder. Wobei, Wolfgang, bei dem Sprachkurs würden wir uns auch anmelden, ne? Sprache lernen durch Ablecken? No? Ich verstehe die ganze Sendung nicht, ich verstehe sie wirklich nicht. Wenn ich Fernsehen gucken möchte, das ich nicht verstehe, dann gucke ich RTL 2. Aber, wobei RTL 2 ist kein Fernsehen, das wissen wir natürlich auch. Hier muss man sich auch mal ganz kurz vorstellen, wenn Barbara Schöneberger ein Mann wäre und das gesagt hätte, Karriere zu Ende. Zu Ende. Wobei, es gibt auch noch so ein paar fragwürdige Karrieren in Mecklenburg-Vorpommern. Da gab es jetzt eine Diskussion über eine EU-Düngeverordnung. Und da macht man sich wohl Sorgen um die Wasserqualität. Und da gab es den Landwirtschaftsminister Till Backhaus. Und der findet in seiner Karriere auch irgendwie sehr klare Worte. Dieser Minister hat eine Mission. Nein, nicht öffentliches Entkleiden, sondern die Qualität des Wassers in Mecklenburg-Vorpommern. Das Wasser muss sauber. Das Wasser muss sauber. Wofür brauchst du ein Verb? Das Wasser muss sauber. Das Wasser muss, das ist ein Schild. Ich glaube, das ist ein Schild. Oder ist das ein Schild? Das ist ein Schild. Das Wasser muss sauber, meine Damen und Herren. Hier. Das soll sofort in jedem Schwimmbad hängen. Wasser muss sauber. Übrigens, aber hier,
Höchste Alarmstufe. Höchste Alarmstufe für Deutschland. Seien Sie gewarnt, nach Strom, Gas und Öl müssen wir jetzt sogar schon auf Werben verzichten. Schlimme Zeit, schlimme Zeit. Ja. Auch schlimme Zeit für einen TV-Moderator. Der musste, also alle anderen sind ja gerade in Sommerferien, außer wir hier. Ach, egal. Und da gab es einen Moderator, der durfte Ersatzmoderator sein. Blöd ist halt nur, wenn dieser Ersatzmoderator, in diesem Fall Wulf Schmiese, ein bisschen unzufrieden erscheint. Und gegen 0.30 Uhr kommt dann das Heute-Journal-Update, heute ausnahmsweise auch mit Wulf Schmiese. Wie anfangs gesagt, weil die anderen alle weg sind. Wow. Junge, 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 Junge. Ganz schön angepisst, der Wulf Schmiese hier. Die fleischgewordene passive Aggressivität. Ja. Er wollte eigentlich coolere Moderatorenjobs machen, aber da haben alle anderen gesagt: Nein, 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 nein. Ja, ernstes Thema, meine Damen und Herren. Wir wissen alle, die Kirche ist am Ende. Na ja. Und so leicht gibt sie sich aber nicht geschlagen. Und jetzt probieren die wirklich alles und rufen zu Kneipengottesdiensten auf. Wirklich wahr, finde ich erstmal grundsätzlich super, weil da sind auch die Fürbitten einfach ein bisschen lebensnäher. Hebt die Gläser auf den ersten Versuch dieses Kneipengottesdienstes. Und das wird konsequent durchgezogen. Auf Bierdeckeln sollen die Gottesdienstbesucher ihre Fürbitten schreiben. Und es zeigt sich, die Kneipenatmosphäre lockert Gedanken und Worte. Wir wünschen uns Frieden in unserem Land und Frieden in den Familien. Herr, erhalte uns den Verbrennungsmotor. Das ist er hier. Da war doch Christian Lindner in der Kirche. Das ist doch genau das, was er jeden Abend betet. Wenn er sich in seinem Porsche hinlegt zum Schlafen. Ja, und danach haben die alle noch das Vergaser unser gebetet und Großer Golf, wir loben dich gesungen. Sehr, sehr schöner Kneipengottesdienst, ja, ja. Kneipengottesdienst finde ich auch gut, ne? Kneipengottesdienst oder wie man in der ARD sagt, Inas Nacht.